Ja, ganz herzlichen Dank, lieber Herr Müller, für die freundliche Einführung. Herzlichen Dank den Organisatoren für die Einladung, für die Möglichkeit, mit Ihnen einige meiner Überlegungen durchzusprechen. Zunächst etwas zum Thema. Ich habe mich selbstverständlich, wie es sich gehört, im Untertitel sozusagen dem Rahmenthema der Tagung angeschlossen. Gleichwohl, wenn von der Reichweite einer Theorie die Rede ist, dann muss klar sein, dass es sich hier um eine räumliche Metapher handelt. Noch dazu, wenn man genau erwägt, um eine reichlich martialische. Wenn es also hier um die Reichweite von Theorien geht, dann muss es wohl um die Bestimmung von Grenzen der Geltung bestimmter Aussagen gehen, die im Weiteren als wissenschaftlich angesprochen sind. Mein Vorredner hat schon darauf hingewiesen, dass der Ausdruck Wissenschaft selber ein Typenausdruck ist. Das gilt für die Naturwissenschaft, aber auch für den gesamten Bereich der Wissenschaften. Wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass selbst Naturwissenschaft ein heterogener Ausdruck ist, ein generischer Kollektivsingular, so wie Wissenschaft auch. Vielleicht wäre, und dies als erste Vorbemerkung, eine Klärung zumindest hinsichtlich Methode, Gegenstand und Geltung von Wissenschaften dahingehend zu erreichen, dass wir sagten, Wissenschaften in der hier interessanten Form zielen auf theoretische Sätze ab, das heißt auf Sätze, die ihrer Geltung nach universell und transsubjektiv sind, also von den Situationen und den Personen ihrer jeweiligen Äußerung unabhängig. Das ist nicht trivial. Es gibt selbstverständlich Wissenschaften, für die das gerade nicht gilt. Denken Sie an Geschichte, so man diese denn überhaupt als Wissenschaft titulieren möchte, wofür es Gründe gibt. Denken Sie an Literaturwissenschaften, andere Dinge. Das sind selbstverständlich Wissenschaften, aber für die würden die eben genannten Forderungen kaum in derselben Weise gelten. Auch die Naturwissenschaft selber ist heterogen. Ich werde mich im Weiteren auf das Problem der Geltung lebenswissenschaftlicher Aussagen beschränken und dazu gleich eine zweite Vorbemerkung. Und diese Vorbemerkung, die orientiert sich an dem Ausdruck Leben. Wenn wir über Lebenswissenschaften reden, sollten wir zumindest auch dazu etwas gesagt haben, damit wir wissen, worum es geht. Und Sie wissen alle aus dem lebenswirklichen Umgang mit diesem Ausdruck, dass er eigentümlich ist. Auf der einen Seite tritt er verbal uns entgegen, X lebt. Hier scheint zu gelten, was Augustinus über die Zeit sagt. Ich weiß, was damit gemeint ist, solange mich niemand danach fragt. Wenn ich es dann erläutern soll, dann bemerke ich, dass die Tätigkeit des Lebens eine ganz ausnehmend besondere ist, die wir offensichtlich nur dann explizieren können, wenn wir uns auf andere Tätigkeiten beziehen. So macht das etwa Aristoteles in Peripsychos, indem er darauf hinweist, dass das Leben als Tätigkeit die Bestimmung anderer Vollzüge im Hintergrund hat, etwa das Wachsen, das sich bewegen, das Atmen, das Empfinden. Dies übrigens alles in eigentümlich reflexiver Form, denn es bewegt sich wesentlich etwas oder es wächst etwas sozusagen von selbst, ohne dass wir etwas dazu tun. Das wäre jetzt nur die sozusagen prädikative Seite im Sinne des Verbalausdrucks. Wir kennen das Ganze auch adjektivisch oder adverbial. Wenn wir von etwas sagen, es sei lebendig, dann muss das gar nicht unbedingt biologisch gemeint sein. Ich komme auf diese seltsame Redeform noch zu sprechen. Und welche da die prioritäre ist, das will ich versuchen, Ihnen wenigstens plausibel zu machen. Aber natürlich kennen wir neben diesen prädikativen Ausdrücken auch andere, etwa die resultative Verwendung. Das Leben scheint wieder ein solcher Gegenstand zu sein wie die Zeit oder der Raum. Offensichtlich etwas, was man nicht durch sagen exemplarisches Vorführen explizieren kann. Ja, leben Sie mal vor. Vorspringen können Sie vielleicht zur Not noch, aber Leben fällt ziemlich schwer. Das Leben ist noch schwieriger, denn was heißt das schon, außer dass es ein Resultativausdruck ist, der impliziert, dass wohl etwas vorher lebendig war, das heißt gelebt hat, an dem wir dann explizieren können, dass es wohl ein Leben hatte. Schließlich gibt es noch eine weitere Variante des Ausdrucks, die ich nur andeuten möchte, die im Rahmen der hermeneutischen Debatte eine Rolle spielt und die ich gerne als artikulative Bestimmung des Lebens bezeichnen möchte. Zu der komme ich gleich. Beginnen wir mit den prädikativen Bestimmungen. Dass X lebt, lässt sich auf zwei Weisen verstehen. Die eine nennen wir determinierende Prädikation, die andere modifizierende. Die determinierende erlaubt den Übergang von X lebt zu X ist
lebendig, zu X ist ein Lebendiges. Und insofern können wir sagen, dass diese Bestimmungen sozusagen zueinander synonym sind. Für den Biologen ist das alles wohlvertraut. Es gibt eine andere Verwendung des Ausdrucks, die wir modifizierend nennen können, die nun nicht in derselben Weise funktioniert. Nehmen Sie etwa die Rede davon, dass eine bestimmte Melodie lebendiger wirke als eine bestimmte andere. Nun wird niemand von uns vermuten wollen, dass die Substantivierung an dieser Stelle noch sinnvoll sei, denn dass die Melodie ein Lebendiges ist, kann nicht in derselben Weise gelten wie etwa von dem Bären, der lebt, zu sagen, er sei ein Lebendiges. Und dabei tritt ein merkwürdiger Effekt auf, ein grammatischer Effekt, der diese beiden Formen des Prädizierens unterscheidet, dass wir nämlich im Falle der determinierenden Prädikation sagen können, wenn etwas nicht lebt, dann ist es wohl tot, gesetzt den Fall, es hat vorher gelebt. Wenn aber wir im modifizierenden Sinne von einer Sache sagen, sie wirke lebendig, dann ist das Wirken selber dasjenige, welches wir als Lebendiges bezeichnen, und das ist keine Bestimmung der Sache an sich, sondern eine Relation zwischen der Sache und demjenigen, der genau diese Äußerung tut. Und insofern kann man sagen, für den Biologen ist ein Bär in der Hibernation in genau demselben Sinne lebendig wie ein Bär in der Brunft, obwohl unklar, unzweifelhaft der Letztgenannte deutlich lebendiger wirkt als der Erstgenannte. Sie sehen also, bei der modifizierenden Rede wird eine Sache von jemandem gesagt in Bezug auf das, was wir vielleicht einen Anmutungscharakter nennen könnten. Und wir sollten nun sehr vorsichtig sein, die biologische Bestimmung gleichsam schon im ersten Schritt als die ursprünglichere zu bezeichnen. Es könnte sein, dass es genau andersherum ist. Wichtig aber, das lebendig Wirken einer Sache ist wesentlich Adressaten und Adressanten bezogen, ist nicht unabhängig von der Art der Äußerung und sagt damit mehr etwas über den Äußernden als über das, worüber etwas geäußert wird. Behalten Sie das in Erinnerung. Die zweite Variante, wir verlassen jetzt den prädikativen Rahmen und kommen auf die resultative Rede, das Leben. Will man hier keine ontologische Deutung vornehmen, dann wird nicht viel anderes übrig bleiben, als genau den aristotelischen Trick mitzuvollziehen und zu sagen, naja, der Ausdruck das Leben referiert auf eine Liste von anderen Ausdrücken, die wir genau dann verwenden, wenn wir einen Gegenstand als lebendigen charakterisieren. Ich habe Ihnen die Beispiele schon genannt, dem Biologen wohl vertraut, Metabolismus möchte dazu gehören, Entwicklung, Evolution, vielleicht auch Lokomotion und so weiter und so fort. Allerdings, und auch dies bitte ich zu bemerken, diese Listenbildung kann wiederum in zwei Weisen geschehen. Ich habe jetzt immer schon selbstverständlich auf die Biologie Bezug genommen. Das gilt ja nicht nur biologisch, das gilt auch schon lebensweltlich. Wenn wir von jemandem sagen, er lebe und explizieren dann, so werden wir genau dies tun. Wir werden uns auf bestimmte Regungen, Bewegungen, Fähigkeiten oder Fertigkeiten beziehen, die wir erwarten, wenn von jemandem gesagt wird, er lebe. Die dritte Bestimmung, die stärkste Bestimmung, die ich Ihnen kurz vorführen möchte, jetzt bräuchte ich diese. Präsentation. So, jetzt kommt er. Ist die stärkste Bestimmung des Ausdrucks Leben, die ich vorher als artikulative bezeichnet hatte. Und da tut sich jetzt noch nichts. Ja. So muss das sein. Die stärkste Bestimmung des Ausdrucks Leben, die sich, Sie sehen das hier anhand eines Zitats von Josef König, der uns heute Abend noch öfter beschäftigen wird, die sich als ganz und gar unbiologische gibt, und ich will es wenigstens kurz vorlesen, wenn ich nun Misch, das ist sein akademischer Lehrer, angemessen interpretiere, so ist das bei der als eine Art Hermeneutik aufgefassten Logik anders. Da ist der Ausleger die Sprache, oder dasselbe anders formuliert, der sprechende Mensch als solcher und also nicht einfach ein Mensch. Und der Mensch als solcher hat, was er auslegt, das Leben, in gewisser Weise erst nach geschehener Auslegung vor sich. Deshalb ist diese Auslegung des Lebens auch nicht so etwas wie ein Nachdenken oder ein Reflektieren über das Leben. Das behalten Sie bitte ebenfalls in Erinnerung, denn wenn wir uns die Frage stellen wollen, woher gewinnen denn Wissenschaften ihre Anfänge, wie beginnen denn Wissenschaften, als Wissenschaft überhaupt möglich zu werden, dann werden wir auf diese Formulierung wieder zurückkommen.
Die weitere Vorstellung wird sich nun in drei Teilen vollziehen, in vier Teilen im Ganzen, aber drei biologische. Das erste wird ein kurzer Überblick über die Biologie als Wissenschaft und ihre Konstitution sein. Der zweite Teil befasst sich mit Genetik, der dritte mit Evolutionsbiologie. Nun hätte ich noch einfach den vierten anhängen können, das war nun kontingenterweise die Neurobiologie, das habe ich nicht getan, sondern ich werde versuchen, so die Zeit mir das erlaubt, Anfänge, und zwar Redeformanfänge, so auszuzeichnen, dass bezüglich derselben die Bestimmung von Neurowissenschaften als Lebenswissenschaften plausibel wird, sozusagen mit ihnen gemeinsam nicht nur den methodologisch rekonstruktiven Teil zu vollziehen, sondern den konstitutiven Teil ebenfalls. Beginnen wir mit der Biologie. Die Biologie trägt den Namen Leben in der Bezeichnung und an diesem König-Zitat könnten schon erste Zweifel kommen, ob die Biologie überhaupt irgendetwas mit Leben zu tun hat. Denn wenn wir Leben als Reflexionsterminus einführen, so wie ich das eben mit dieser Liste von Einträgen gemacht habe, dann kann man natürlich sagen, dass der Ausdruck Leben in der Biologie gerade keine systematisch relevante Rolle mehr spielt, sehr wohl aber bestimmte Regungen, die wir von Lebewesen erwarten. Nun, ich sagte, Wissenschaften haben ihren Anfang in der Lebenswelt. Hier scheint also genau die Homonymie des Ausdrucks Leben relevant zu werden in der Lebenswelt. Das heißt also im tätigen Umgehen mit etwas und miteinander. Es gibt so etwas wie ein umgängliches Wissen, auf das wir zunächst referieren müssen, bevor wir uns mit Lebewesen wissenschaftlich beschäftigen können. Denken Sie an Züchtung, denken Sie an Kultivierung, denken Sie an Haltung. Das sind Formen des tätigen Umgangs mit etwas als Lebewesen. Und in diesem tätigen Umgang treten Sie uns selbstverständlich auch in Form von Nutzungen, in Form von Aufgaben und weiteren Tätigkeiten sozusagen werkzeugartig entgegen. Es lässt sich nun eine allererste Differenz bilden, die Peter Janich immer sehr trefflich als die Differenz zwischen biotisch und biologisch bezeichnet. Wir gehen zunächst mit biotischen Gegenständen um, also mit Viechern, Pflanzen, anderen Menschen, was auch immer. Das sind biotische Bestimmungen, die es mit Lebewesen zu tun haben. Wenn wir nun den Übergang zur biologischen Beschreibung oder Strukturierung dieser Lebewesen machen, dann etablieren wir eine zweite Beschreibungsebene, eine Strukturierungsebene, die nun ihrerseits bestimmte Bedingungen erfüllen muss. Wir nennen diesen Akt der Bereitstellung erster Gegenstände die Konstitution der wissenschaftlichen Gegenstände. Und diese Konstitution geschieht einfach dadurch, dass wir Lebewesen beschreiben, als ob sie funktionale Einheiten wären. Lebewesen sind keine funktionalen Einheiten. Lebewesen sind alles möglich, vielleicht schön anzusehen, nützlich oder schmackhaft. Aber wenn wir sie als funktionale Einheiten thematisieren, dann stellen wir die ersten Gegenstände für biologische Strukturierungen bereit. Genau das geschieht auch. Wir beschreiben sie metaphorisch als funktionale Einheiten, nutzen jetzt Wissensbestände über den Umgang mit funktionalen Gegenständen, um Lebewesen als funktionale Einheiten zu strukturieren. Was wären das für Gegenstände? Naja, Artefakte, Werkzeuge. Wir gehen mit etwas um zu Zwecken. Wir tun etwas, damit etwas anderes geschieht. Wir gehen mit Maschinen um. Wir bauen sie, wir betreiben sie. Und wesentlich ist all dieses Tun an Artefakten und Gegenständen Werkzeugen unabhängig von einem möglichen biologischen Wissen. Die These hier aber, das Umgekehrte gilt nicht. Das biologische Wissen ist wesentlich darauf angewiesen, dass wir wissen, was es bedeutet, mit Werkzeugen umzugehen und Zwecke zu realisieren. Wir nutzen also ein Wissen, das wir im Umgang mit Artefakten erworben haben, um Lebewesen als funktionale Einheiten zu strukturieren. Und was das bedeutet, wissen Sie alle, der Organismus ist nichts anderes als genau dies. Und damit haben wir den ersten Schritt gemacht in die biologische Theoriebildung. Wenn von Organismen die Rede ist, dann ist nicht mehr von Lebewesen die Rede, sondern von funktional strukturierten Einheiten. Diese Strukturierung wird im Sinne einer systematischen Explikation dadurch vollzogen, dass wir jenes Regelwissen, das wir an dem Betrieb von Artefakten, von Werkzeugen und Mitteln erwerben, nutzen, um Lebewesen funktional zu strukturieren. Insofern ist Modellierung, wir nennen das immer Modelle für im Gegensatz zu Modellen von, ist Modellierung
keinesfalls regelmäßig repräsentationalistisch im Sinne gar einer Abbildung zu verstehen, sondern die Art und Weise, in der wir metaphorisch auf Nicht-Artefakte referieren, erlaubt es uns, diese so zu behandeln, als ob sie Artefakte wären. Funktionale Strukturierung wird jetzt erlaubt und möglich, und wohin wir dann kommen, ist das jeweilige Modell im Sinne einer funktionalen Strukturierung des Lebewesens, wenn Sie das Ganze etwas konkreter haben wollen. Der Vogelflügel kann beschrieben werden, als ob er ein Flugzeugflügel wäre. Wir nutzen dann die aerodynamischen Gesetzmäßigkeiten, die wir am Flugzeugflügel erarbeiten, und verwenden sie, um bestimmte Phänomene zu erklären, die uns im Bereich des Lebendigen entgegentreten. Lebewesen sind also keine Organismen, sie können aber als solche strukturiert werden. Die Form der Strukturierung, die ich hier wesentlich als modellierende Strukturierung begriffen habe, als funktionale Strukturierung, die kann selbstverständlich iteriert werden. Es gibt keinen Grund, bei einer Form der Modellierung aufzuhören. Sie können ganz unterschiedliche Aspekte der jeweiligen Lebewesen strukturieren, unterschiedliche Eigenschaften, Fähigkeiten, was auch immer, die sich im Umgang mit ihnen zeigen. Denken Sie exemplarisch an das Modell von Hodgkin und Huxley zur Modellierung bestimmter Leitereigenschaften von Neuronen über Bereitstellung eines Ersatzschaltbildes, an dem Sie bestimmte Eigenschaften so modellieren können, dass jetzt die Möglichkeit besteht, molekular eine Strukturierung des Neurons so vorzunehmen, dass sich bestimmte Effekte auf der Ebene der physikalischen Leitereigenschaften biologisch restrukturieren lassen. Wie gesagt, es kann die Modellierung iteriert werden. Es gibt die Möglichkeit, mit einem und demselben Satz von modellierenden Wissenssätzen verschiedene Gegenstände zu strukturieren, verschiedene Lebewesen. Sie können aus einem und demselben Lebewesen unterschiedliche organismische Strukturierungen präsentieren, je nach Forschungsprojekt, je nach Fragegegenstand, je nach gewähltem Mittel. Wichtig an dieser Stelle, dass die als Obrede verstanden werden muss, nicht als Identität. In dem Moment, in dem wir behaupten, Lebewesen hätten eine Maschinennatur und könnten deshalb als Funktionale beschrieben werden, sind wir auf unsere eigene Beschreibung hereingefallen. Wir haben unsere Beschreibungssprachmittel selber ontologisch interpretiert. Wir behandeln sie lediglich, als ob sie es wären. Auch dies bitte ich Sie in Erinnerung zu behalten. Dies ganz allgemein. Die These hier: wenn wir es mit der biologischen Beschreibung von Lebewesen zu tun haben, dann ist der erste Schritt eine funktionale Strukturierung und Thematisierung derselben nach Maßgabe bestimmter Erkenntnisinteressen unter Nutzung eines bestimmten Modellierungswissens, eines bestimmten Modellans, das in die Modellierung selber eingeht. Nun kann man das ausprobieren, und die Reichweite, um auf die lokative Metapher zu kommen, dieser Überlegungen erkunden, und wir nehmen uns vielleicht die erste Disziplin vor, die hier zur Rede steht, die Genetik. Was Genetik ist, werden Sie alle wissen. Ich bin mir da selber gar nicht so sicher, und zwar vor allen Dingen deshalb, weil schon wieder der Ausdruck Genetik ein Typenterminus ist. Es gibt nicht die Genetik, sondern es lassen sich sehr unterschiedliche Formen von genetischen Theorien. Sie sehen, auch hier bietet es sich an, von dem Substantiv Genetik runterzugehen und auf das Adjektiv genetisch zu gehen. Es fällt schon etwas leichter zu sagen. Verschiedene genetische Beschreibungen und Strukturierung von Lebewesen, nämlich als Organismen, denken, zum Beispiel Produktionsgenetik, bei der es etwa um die Erklärung der Herstellung gewisser Stoffe geht, zum Beispiel Transformationsgenetik, wenn Sie an entwicklungs- oder evolutionsbiologische Fragestellungen denken, und Sie können das Feld sofort erweitern. Ich denke, zusammengehalten wird der Ausdruck Genetik durch eine Familienähnlichkeit. Wir haben es mit Hervorbringungen zu tun, entweder von Lebewesen oder von Gruppen von Lebewesen oder von Teilen von Lebewesen. Und in dieser Form regiert sozusagen der Ausdruck des Genetischen den Zusammenhalt der unterschiedlichen genetischen Disziplinen. Aber mehr scheint mir dahinter auch nicht zu sein. Wichtig aber, und das zeigt, dass die Genetik keineswegs darauf reduziert werden darf, sozusagen molekulare Sequenzierung eines Makromoleküls zu sein, der DNA, sondern dass sich dahinter ein sukzessives methodisches Erklärungsprogramm verbirgt. Die These hier: bevor wir genetisch in einer bestimmten Weise mit Lebewesen umgehen können, müssen wir sie zunächst in anderen Hinsichten strukturieren. Wenn Sie zum Beispiel genetische Aspekte
entwicklungsbiologischer Verläufe strukturieren oder erklären wollen, müssen Sie zunächst diese Entwicklungsvorgänge selber strukturiert haben. Sie müssen eine Reihenfolge von funktionalen Strukturierungen von Lebewesen so bereitstellen, dass Sie das Explanandum, welches nachher mit Hilfe einer genetischen Theorie erklärt werden soll, das Explanandum selber bereitstellen. Sehr schön kann man das in der Entwicklungsbiologie zeigen, wenn etwa Sie sich ansehen, die Entwicklung der Entwicklungsbiologie, angefangen von den ersten systematischen experimentellen Arbeiten, etwa der Spemann- und Mangold-Gruppe, dann bis hin zu den molekulargenetischen Überlegungen. Der entscheidende Schritt war hier zunächst einmal ganz klassisch, bestimmte Beobachtungen experimentell so zugänglich zu machen, dass eine funktionale Strukturierung des Embryonalkörpers möglich wurde, zum Beispiel durch Färbeexperimente, sodass sie wussten, anhand der Verschiebung der Färbungen, wohin bestimmte Gewebe im Laufe der Embryogenese verschoben werden. Dann müssen sie selbstverständlich genau das tun, wovon mein Vorredner schon gesprochen hat. Sie müssen ihre Gegenstände ärgern, ja, sie schneiden bestimmte Teile heraus, drehen sie herum, sie schnüren was ab, sie intervenieren, sie setzen gezielte Störungen. Aus diesem Störungswissen, aus diesem Umgang mit gestörten Systemen können Sie jetzt gewisse Rückschlüsse ziehen, und das sind die Bedingungen dafür, dass Sie weitere, zum Beispiel molekulargenetische Strukturierungen dieser Gegenstände vornehmen können. Wenn Sie nachher nur noch molekulargenetisch argumentieren, dann werden all diese Wissensbestände sozusagen ausgeblendet. Sie sind aber für die Herangehensweise und für die Erzeugung der experimentellen Settings, Reinberger spricht hier von Experimentalsystemen, zentral. Sie sind zentraler Bestandteil genau dieser funktionalen Strukturierung. Wenn das aber so ist, dann müsste sich so etwas wie eine methodische Reihenfolge von funktionalen Beschreibungen ausmachen lassen, und ich denke, dass man das im Einzelnen auch zeigen kann. Das hat allerdings Folgen, und zwar sehr unangenehme Folgen, wenn man die Hoffnung vertreten möchte, dass, so es schon keine Genetik gäbe, doch wenigstens das Gen als Naturgegenstand uns gleichsam gegenübertritt, und genau dies kann nicht der Fall sein. Der Ausdruck Gen ist selber ein Homonym, der wiederum lediglich über eine bestimmte Familienähnlichkeit zusammengehalten wird. Und wir haben uns in einer Arbeit, unter anderem mit einem Genetiker aus Marburg, Michael Bölker, genetische Beschreibungen etwas näher angesehen, und Sie können sehr schön ganze Ebenen und Schichten der Nutzung metaphorischer Rede identifizieren, die dann genutzt wird, um genetische Modellierungen an Lebewesen vorzunehmen. So können Sie einen so unscheinbaren Satz wie diesen hier, die DNA trägt die Information für den Aufbau des Organismus, sofort als rein metaphorische Rede identifizieren, denn hier baut niemand irgendwas auf. Häuser werden aufgebaut, aber keine Organismen, das machen die schon irgendwie selbst, sie erinnern sich, die reflexive Redeweise. Dann wird hier Information getragen, nun Information ist ganz offensichtlich, jedenfalls wenn wir es im strikten Sinne an Shannon orientieren, nichts weiter als ein Maß für die binäre Organisation einer beliebigen Mannigfaltigkeit, und das hat mit Aufbauen gar nichts zu tun, sondern irgendwas mit Kanalkapazitäten und solchen Dingen. Offensichtlich also eine durch und durch metaphorische Rede, zumal die DNA nichts trägt und auch nichts weiter tut, denn DNA ist nichts weiter als ein Makromolekül. Gleichwohl, die Rede ist nicht sinnlos, sie ist eine elliptische Darstellung, die sich bezieht auf eine ganze Kaskade verschiedener Laborpraxen, die dann verwendet werden können in ihren Resultaten, um verstehbar zu machen, was es bedeutet, dass ein Organismus zum Beispiel unter Mitwirkung der DNA aufgebaut wird. Auf diese Weise haben wir verschiedene Suberzählungen, haben wir es mal genannt, Sprachspiele, Narratives, ist uns keine bessere Übersetzung eingefallen, identifiziert, um klarzumachen, wie reichhaltig metaphorisch die Beschreibung genetischer Vorgänge ist. Also Informationssuberzählung habe ich schon genannt. Es gibt Codes. Naja, ein Code ist zunächst einmal etwas, was aus einer Codierung resultiert. Das heißt, eine Tätigkeit. Es gibt keine Codes. Es gibt aber Codieren als Tätigkeit, und daraus folgt ein Code. Die Frage ist, wer hat denn den Code erzeugt, wo kommt er denn her? Information, dann wird dekodiert, es wird etwas verstanden. Wir haben schon gehört, dass die Kommunikation eine wichtige Rolle spielt. Das gilt übrigens auch für Beschreibungen im genetischen Zusammenhang, wo auch unglaublich viel kommuniziert wird und wieder gilt, metaphorisch. Aber das ist noch nicht alles. Auch sprachliche Strukturierungen werden genutzt, um metaphorische
Beschreibung zu ermöglichen. Wir haben das Sprach-Supererzählung genannt. Hier gibt es etwas über Übersetzungen, ja, Translation und Transkription. Wiederum ist ein menschliches Tun, an dem etwas organisiert wird und das wir jetzt nutzen, um modellierend bestimmte Phänomene im Bereich des Lebendigen strukturieren zu können. Es wird ediert, es gibt Buchstaben und so weiter. Dann natürlich die biochemische Suberzählung, das ist die, auf die es am Ende eigentlich ankommt, die Frage, ob wir Stoffumsetzungen identifizieren können, bei denen zum Beispiel die DNA eine bestimmte Rolle spielt. Lanny Moss hat das versucht zu zeigen, dass in diesem Sinne DNA etwa als Ressource begriffen werden kann, als ein Faktor im Rahmen einer biochemischen Stoffumsetzung. Dann natürlich die morphologische Suberzählung, die habe ich schon angesprochen. Wir brauchen Gegenstände, an denen wir unsere Untersuchungen machen. Und wenn Sie das alles zusammenfassen, dann kommen Sie zu einem, und das ist nicht alles, das sind jetzt nur 4 exemplarische Ebenen, mehrschichtigen sprachlichen Modell, das Sie benötigen, um verstehbar zu machen, was es wohl heißen könnte, dass die DNA Informationen trage und dass der genetische Apparat Informationen verarbeite. Und wiederum sind Sie natürlich vertraut mit all den Formen von Metaphern, die es weiterhin gibt. Da werden ganze Programme exekutiert. Ein Programm ist eine Vorschrift. Ja, das hier, das ist ein Programm, nämlich ein Tagungsprogramm. Und da steht drin, wer vor wem zuerst spricht. Und natürlich können Sie auch andere Programme finden, etwa im Computer, die hier so reichlich herumstehen. Und auch hier sehen Sie, dass es sich um Vorschriften handelt, die von jemandem verfasst werden, nämlich einem Programmierer. Wieder eine Metapher, die es uns erlaubt, ein bestimmtes technisches Wissen, im Umgang zum Beispiel mit Informationen, man sollte besser mit Datenverarbeitungssystemen sagen, um diese zu nutzen als technisches Medium zur Strukturierung von lebendigen Gegenständen als Organismen. Die Folge also, der Ausdruck Gen wird ein Homonym und dann können Sie diesen Ausdruck ganz unterschiedlich werten. Sie können nach den Termsorten fragen, die zugrunde liegen. Der Ausdruck Gen kann als Abstraktor eingeführt werden, er kann als Reflexionsterminus eingeführt werden, eine mögliche Verwendung, er kann auch prädikativ verwendet werden. Eine andere Weise wäre, die Art und Weise zu beschreiben, in der der Referent des Ausdrucks Gens jeweils in einer bestimmten biologischen Erklärung auftritt. So kann Gen einfach bezeichnen einen molekularen Abschnitt. Das kann eine funktionale Einheit sein. Dann haben Sie eine kybernetische Beschreibung im Hintergrund. Ja, genetische Schalter gibt es nun mal nicht. Schalter gibt es nur hier in der Lebenswelt. Aber unser Wissen über Schalter ist unglaublich praktisch, um bestimmte genetische Zusammenhänge modellieren zu können, nämlich kybernetisch. Dann, selbstverständlich, ich hatte es schon erwähnt, kann der Ausdruck des Gens referieren auf so etwas wie Entwicklungsressourcen. Denken Sie an die Developmental System Theory von Leuten wie Susan Oyama oder Eva Norman-Held und so weiter und so fort. Und schon haben Sie ein homonymes Konstrukt, das gleichwohl seinen Anfang in der Lebenswelt hatte, nämlich in der erfolgreichen Manipulation von Lebewesen, und zwar der Hervorbringung derselben oder ihrer Teile. Ich komme zur zweiten hier zu besprechenden Disziplin, Evolution, und wieder sage ich nichts Neues. Es ist immer dasselbe, wie Peter Janich es mal so schön ausdrückte, die Biologen sprechen über Pflanzen und Tiere und die Philosophen sprechen über Biologen, und zwar über die Art und Weise, wie Biologen sprechen. Das merken Sie ja, dass der primäre Zugang hier ein sprachkritischer ist. Wir fragen also, was meint ihr, wenn ihr dies oder jenes sagt? Welche Behauptungen habt ihr damit aufgestellt und könnt ihr das wirklich gemeint haben? Also wieder, Evolution ist natürlich wiederum ein Typenausdruck, und ich würde empfehlen, wenigstens propädeutisch zwischen evolutionsbiologischer und evolutionstheoretischer Argumentation zu unterscheiden. Das wird jetzt für das Weitere auch noch wichtig. Die evolutionstheoretische Thematisierung fragt nach notwendigen Stücken einer evolutionsbiologischen Darstellung einer Transformation, währenddessen evolutionsbiologische Darstellungen eben in dem Sinne objektsprachlich sind, als sie einen bestimmten Verlauf selber präsentieren, der dann als Evolution gilt. Nun, Evolution ist ein ominöser Ausdruck. Ersichtlich ist es kein gegenständlich referierender, denn auf Evolution kann man nicht zeigen, und lassen Sie sich nicht irritieren von solchen Ausdrücken wie molekulare Evolution und was da so alles in Petrischalen gemacht wird. Evolution kann man nicht sehen, so wenig wie man Geschichte sehen kann. Man kann sie aber denken. Die Art und Weise, mit Evolution umzugehen, ist das Denken. Und diese Feststellung, die steht in eigentümlichem Kontrast zu üblichen Formen
des Umgehens mit dem Ausdruck Evolution, die ich als drei Strategieformen zusammenfassen möchte, so etwas wie die Faktizitätsbehauptung von Evolution, die Immunisierungsstrategie von Evolutionstheorie und dann so etwas wie die Generalisierung von Evolution überhaupt. Ich beginne mit der Faktizitätsbehauptung. Ernst Mayr, der Doyen der Evolutionsbiologie, würde ich mal meinen, aber darüber kann man streiten. So heißt es hier: In the more than a century and a quarter since Darwin's time, this evidence has become so overwhelming that biologists no longer speak of evolution as a theory, but consider it a fact. As well established as the fact that the earth rotates around the sun and that the earth is round and not flat. Considering evolution to be an established fact, no evolutionist any longer wastes time looking for further evidence. So, Evolution ist ein Faktum, es gibt sie. Das konfligiert eigentümlich mit der Schwierigkeit, auf das zu zeigen, was mit Evolution gemeint ist. Aber sehen wir weiter. Die zweite Strategie wäre die der Immunisierung. Jetzt steht in Frage, ob Evolutionstheorie einfach eine wissenschaftliche Theorie ist, so wie alle anderen wissenschaftlichen Theorien, oder ob sie eine besondere Theorie ist. Ich zitiere Oeser: Eine solche universale Evolutionstheorie ist ex definitione nicht bloß eine Angelegenheit der Biologen. Sie ist vielmehr eine allgemeine, direkt nicht falsifizierbare Hintergrundtheorie, die jedoch in allen ihren abgeleiteten Teilen überprüfbar ist. Die Evolutionstheorie hätte also eine Sonderstellung gegenüber anderen Theorien, weil sie nicht direkt falsifizierbar ist. Und das führt mich zur dritten Strategie, und das kennen Sie alle, zumindest dem Sinne nach, die These nämlich, dass Biologie im Ganzen überhaupt nur dann ein sinnvolles wissenschaftliches Unternehmen ist, wenn ich es auf Evolution beziehe. I venture another and perhaps equally reckless, so Dobzhansky, generalization: Nothing makes sense in biology except in the light of evolution, subspecie evolutionis. Damit haben wir alle drei wesentlichen Bestimmungen der üblichen Rede von Evolution zusammen und wir wollen sie uns nun der Reihe nach anschauen. Dabei beginnen wir zunächst mit dem Generalisierungsgedanken. Dobzhansky wäre nicht dieser, ließe seine Rede nicht mehrere Deutungen zu. Es kommt nämlich jetzt darauf an, was wir unter Sens verstehen. Es könnte also sein, dass das eben vorgestellte Zitat entweder falsch oder trivial wahr ist. Nehmen wir es aber wörtlich, dann lässt sich leicht zeigen, dass wir selbstverständlich sinnvoll Biologie betreiben können, selbst im Falle, dass kein einziger evolutionsbiologischer Satz sich als wahr erwiese. Die Beschreibung der Funktion des Herzens, die Beschreibung der Funktion der Lunge, des Zusammenwirkens von Niere über das Humoralsystem mit anderen Organen bleibt jederzeit beschreibbar. Übrigens legen Sie großen Wert auf diese Beschreibbarkeiten. Wenn Sie zum Arzt gehen, werden Sie genau als ein solches organismisches Konstrukt betrachtet, an dem dann gewisse Überlegungen sozusagen expliziert werden, was dann wieder gewisse Eingriffsmöglichkeiten schafft. Offensichtlich also ist es möglich, über funktionale Zusammenhänge zu sprechen, ohne über evolutionsbiologische zu reden. These 1, das Umgekehrte gilt nicht. Ich muss mindestens eine gelungene funktionale Strukturierung von Lebewesen investieren, damit ich überhaupt Evolutionsbiologie betreiben kann. Es gibt also eine Geltungsasymmetrie. Insofern können wir eine strenge Lesart Dobzhanskys wohl als irrtümlich ansprechen. Wenn das so ist, dann ließe sich im Weiteren sagen, dass der Ausdruck Evolution metasprachlicher Art sein muss. Dann bezieht sich dieser Ausdruck nämlich auf andere biologische Beschreibungen von Lebewesen und bezüglich dieser Beschreibungen die Darstellung der Transformation von organismischen Konstrukten oder von organismischen Gegenständen. Insofern kann die These von Mayr wohl begründet zurückgewiesen werden, dass Evolution als Faktum verstanden werden muss. Interessanterweise wäre es das im Deutschen sogar.
Also Meyer hätte besser Datum gesagt, denn das Datum ist das Gegebene, das Faktum ist das Gemachte. Und wir könnten jetzt spitzzüngig sogar behaupten, er hat recht, Evolution in der Tat ist ein Gemachtes, ja, das ist es. Sie sehen, dass der Ausdruck Fakt im Englischen und Deutschen durchaus differente Konnotationen hat. Also, wenn es sich um einen metasprachlichen Ausdruck handelt, dann kann die Faktizitätsbehauptung in der einfachen Form, in der sie bei Meyer formuliert war, nicht zutreffen. Und genau dies hier, die Geltungsasymmetrie habe ich schon angeschrieben, die hat uns sozusagen den Übergang von Dobzhansky her erleichtert. Wir können nun sagen, dass Evolution so etwas wie ein hypothetischer Ausdruck, ein hypothetischer Terminus ist, genauer gesagt ein Rekonstrukt. Warum, das werde ich Ihnen gleich vorführen. Jedenfalls, es ist ein höherstufiger sprachlicher Ausdruck. Und nun komme ich zur dritten These. Sie erinnern sich an die Öser-These von der nicht direkten Falsifizierbarkeit der Evolutionstheorie. Der Grund dafür ist denkbar einfach. Meiner Ansicht nach ist der methodische Anfang des evolutionsbiologischen Argumentierens nämlich eine Aufforderung. Und diese Aufforderung kann ich hinschreiben und ich mache einen Vorschlag, wie das aussieht. Beschreibe die Lebewelt, als ob sie Ergebnis eines natürlichen Veränderungsvorganges wäre. Und natürlich würden wir jetzt sagen, verwende dazu nur eine bestimmte Sorte von Mitteln, nämlich solche Mittel, die du etwa der Physik, der Chemie oder anderen Formen von Wissenschaften entnommen hast. Und in der Tat, Öser hat recht. Warum hat er recht? Weil, wenn das stimmt, es sich um eine Aufforderung handelt. Und Aufforderungen lassen sich nun mal nicht falsifizieren. Ich kann ihr nicht folgen, dann kriege ich natürlich auch keine Evolutionsbiologie, was ja nicht schlimm sein muss, damit es weder ein Naturgesetz verletzt noch ein Sittengesetz, aber ich habe eben keine Evolutionsbiologie. Folge ich ihr allerdings, dann etabliere ich einen evolutionsbiologischen Kontext und diesen kann ich jetzt ebenfalls explizieren und damit kommen wir zur Begründung der eigentümlichen Stellung von Evolutionsbiologie innerhalb der Biologie. So ähnlich vielleicht wie Kosmologie innerhalb der Physik, aber das ist nur eine Vermutung, das mögen die Physiker entscheiden. Der Punkt ist, dass wir den methodischen Anfang in der rezenten Lebewelt nehmen und dann aus der Gegenwart in die Vergangenheit zurückrekonstruieren. Wir bewegen uns also, mit Nietzsche zu sprechen, im Krebsgang des Historikers aus der Gegenwart in die Vergangenheit. Wir haben das Resultat ja schon vor Augen. Wir rekonstruieren also, indem wir uns nach hinten in der Zeit bewegen. Und was wir dann tun ist, wir berichten vom Ursprung her zum Anfang zurück. Der Anfang liegt in der Gegenwart, zurück zum Ursprung, der Bericht erfolgt vom Ursprung zurück in die Gegenwart. Und diese eigentümliche Doppelläufigkeit, die erzeugt den, so möchte man sagen, notwendigen Schein des Berichtes, den Evolutionsbiologen regelmäßig anfertigen, bei dem man sich immer wundert, woher die das alle wissen. Sie müssen persönlich dabei gewesen sein. Das ist der notwendige Schein einer biologischen, einer evolutionsbiologischen Narrative, einer Erzählung, die genau vom Ursprung zum Anfang zurückgeht. Sie sehen, der Ausdruck Ursprung und Anfang sollte nicht konfundiert werden. Mit Anfang meine ich den methodischen Anfang, mit Ursprung meine ich eine zeitliche Bestimmung. Und diese Doppelläufigkeit ist es, die Evolutionsbiologie charakterisiert. Nun, ich könnte jetzt so weitermachen. Nicht etwa, dass es einfach wäre und nicht etwa, dass wir, damit meine ich die Marburger Gruppe, zu der Peter Janich natürlich gehört, auch Michael Weingarten und viele andere Kolleginnen und Kollegen, sagen, die Biologie als Ganze rekonstruiert hätten, warum sollte man das auch tun wollen? Den Anschein will ich auch gar nicht erzeugen. Ich habe Ihnen hier nur exemplarische Vorführungen gemacht, wie man Anfangsbegründungen und ihre jeweiligen Folgen betrachten kann. Jetzt könnte ich so weitermachen und auch noch die Neurobiologie daran hängen. Ich möchte dies aber nicht tun, sondern ich möchte an den Anfang meiner Überlegungen zurückkommen und noch einmal daran erinnern, dass der Ausdruck Leben im Sinne von X lebt als Tatprädikat mit Bezug auf andere Formen der Tätigkeit eingeführt wird. Wenn das gilt, dann lässt sich meiner Ansicht nach zeigen, dass eine eigentümliche Spannung zwischen der biologischen Thematisierung von Lebendigem und der starken Lesart des Ausdrucks Leben und lebendig existiert. Eine Spannung, die sich vielleicht am besten explizieren lässt
indem man sagt, biologisch gesehen ist die Veränderung von Lebewesen, etwa evolutionsbiologisch, so haben wir das ja jetzt auch festgestellt, dadurch charakterisierbar, dass wir über den Erwerb von Merkmalen oder von Charakteristika sprechen. Das wäre für den Biologen auch durchaus sinnvoll und damit wäre der Mensch als ein Zornlogon-Echon, als ein Tier, das Sprache hat, neben anderem, etwas, das dadurch zu dem wird, was es ist, dass es gewisse Merkmale dazu erwirbt. Die These, die dem an die Seite gestellt werden kann, ist die, dass das Merkmal haben eine Defizienzform der Bestimmung einer Eigenschaft ist. Anders formuliert, gelegentlich sind es nicht die Lebewesen, die Merkmale haben, sondern gelegentlich sind es die Merkmale, die die Lebewesen haben. Und genau diese eigentümliche Verkehrung, die will ich Ihnen jetzt vorführen, im Zusammenhang der Frage, was genau es eigentlich bedeuten kann, dass der Mensch ein Wesen ist, das aus einem Wesen, das keine Sprache hatte, zu einem Wesen wurde, das Sprache hatte. Das ist, wie gesagt, biologisch gar nicht so besonders, außer dass es unglaublich komplexe Modellierungen braucht. Wir sehen das ja bei Tomasello und anderen Kollegen. Alles dies ist der Fall. Aber der entscheidende Punkt ist, dass es sich sozusagen lediglich um einen Übergang im Sinne des Erwerbs eines Merkmals handelt. Und dabei scheint kein grundsätzlicher Unterschied zu bestehen zwischen dem Haben von Sprache und dem Haben von blonden Haaren. Und diese Rede wollen wir uns jetzt ansehen, um zu bemerken, dass bei aller oberflächengrammatischen Ähnlichkeit strukturell wesentliche Unterschiede existieren. Und um den Gedankengang wenigstens plausibilisieren zu können und damit meinen Vortrag abzuschließen, will ich ganz kurz auf eine Überlegung von Josef König zurückkommen, der genau diese Frage thematisiert und dabei die Problemstellung wie folgt charakterisiert. Ich kann dann das Thema unserer Betrachtung heute zusammenfassen in der Frage, ob es wenigstens denkbar ist, dass der Mensch als ein Wesen, von dem gilt, dass es nicht nur etwas sieht, sondern auch weiß, dass es sieht, was es jeweils sieht, sich entwickelt hat aus dem Tier, das heißt eben jetzt aus einem Wesen, von dem gilt, dass es zwar das Vermögen des Sehens besitzt, aber mindestens unserer Meinung nach, nicht weiß, dass es sieht, was es jeweils sieht. Die Transformation wird also hier ohne jeden Rekurs auf Bewusstsein und solche Dinge beschrieben als eine Differenz zwischen einem Wesen, das wohl etwas sieht, aber nicht weiß, dass es sieht, zu einem Wesen, das etwas sieht und weiß, dass es sieht, was es sieht und, möchte man hinzufügen, das sich weiß, als dasjenige, das etwas sieht. Die Frage ist, lässt sich diese Transformation im Sinne eines biologischen Schemas begründen oder müssen wir hier nicht ganz andere Beschreibungen wählen? Zunächst, wie sehe die typische evolutionsbiologische Thematisierung aus? Wieder König. Man behauptet damit, also mit der evolutionsbiologischen Darstellung, erstens, dass es Menschen gibt. Dass es eine Zeit gegeben hat, in der es zwar Tiere, aber keine Menschen gab. Drittens, dass es heute keine Menschen geben würde, hätte es nicht in jener vergangenen Zeit Tiere gegeben. Und diese drei Behauptungen gehen ersichtlich in die sie zusammenfassende vierte Behauptung, dass in der Vorfahrenreihe eines jeden Menschen jenseits eines gewissen Zeitpunktes Tiere auftreten. Das wäre die Thematisierung des Entwicklungsvorganges, mit dem wir jetzt konfrontiert sind. Und alle vier Behauptungen lassen sich je spezifisch zum Gegenstand empirischer Untersuchung machen. Sie kennen das alle, wenn Sie die aktuellen Debatten etwa im Sinne der Spracherwerbstheorien und anderer Modellierung des Sozialverhaltens und so weiter verfolgen, dann wissen Sie dies. Das wäre der Weg in die empirische Thematisierung dieses Zusammenhangs. Aber König beschreibt einen anderen Weg, indem er versucht, den Ausdruck entwickeln so darzustellen, dass dieser Ausdruck zunächst einmal mit biologischen Darstellungen gar nichts zu tun hat, sondern dieser Ausdruck wird explizit an einem Verhalten, an einem Verhältnis zwischen einem Wissen von einem Sehen und dem Nichtvorliegen genau dieses Wissens mit der Frage, was der Fall sein muss, damit wir sagen können, wir sehen nicht nur etwas, sondern wir wissen auch, dass wir etwas sehen. Also sagen die Formulierung, dass man das Sehen nicht sehen kann, ist Ihnen vertraut und weist schon darauf hin, dass dieses Sehen wohl ein besonderes sein muss. König, die Frage, die uns entspringen wird, ist die, ob das uns bewusst ist,
Jetzt kommt das erste Mal das ominöse Wort des Bewussten. Und auch hier sehen Sie, wie hilfreich es ist, von dem Substantiv Bewusstsein wegzugehen und auf die Bestimmung des Bewussten zu gehen, denn dann haben Sie eine aspektuelle Unterscheidung, können zum Beispiel zwischen Bewusstem und Nichtbewusstem unterscheiden, ohne dass Sie deshalb auf dieses seltsame Substantiv kommen. Also weiter. Die Frage wird uns entspringen, ob das uns bewusst ist, dass wir zum Beispiel da drüben ein Reh sehen, die Möglichkeit dessen ist, dass wir einem Partner mitteilen, dass wir dies sehen. Es muss zunächst etwas gesehen werden, dann haben wir die Möglichkeit, einem Partner mitzuteilen, was wir da sehen, und dann tun wir dies. Oder, so König, ob am Ende das Umgekehrte gilt, nämlich gilt, dass uns solches Mitteilen die Möglichkeit ist dessen, dass uns bewusst wird, dass wir sehen, was wir da sehen, und mithin die Möglichkeit ist dessen, dass wir um uns wissen. Die Frage also ist, ob zunächst das Bewusstsein da sein muss, damit das Mitteilen stattfinden kann, oder ob nicht eine bestimmte Form des Mitteilens die Möglichkeit des Bewusstseins selber impliziert und beinhaltet. Diese Überlegung versucht König nun an einem Modell zu explizieren, das auf den ersten Blick irritierend wirkt. Er versucht nämlich zu charakterisieren, wie innere Wahrnehmung zustande kommt, also so etwas wie Vorstellungen als Formen der inneren Repräsentation äußerlicher Fälle. Sie kennen all diese Reden, seit Descartes sind die uns ja wohl geläufig. Da draußen gibt es etwas, das fällt in uns ein, wir nehmen es wahr und erzeugen dann Bilder, Vorstellungen, was auch immer. Das thematisiert König, und zwar thematisiert er es als bestimmte Formen des Wissens, so wie der König. Das innerlich Wahrgenommene ist, so ergeht die Vermutung, dasjenige, von dem gilt, dass es für uns in dem Augenblicke wird, in dem wir es mitteilen. Und dass es auch später überhaupt nur in dem Sinne für uns, dass wir es diskontinuierlich, je und je, nämlich dadurch, dass wir es sagen, zu einem, das für uns ist, machen können. Dass ich denke, muss alle meine Vorstellungen begleiten können. Die These, die hier zur Rede steht, ist, dass der Übergang zu einem Wesen, das etwas sieht, aber nicht weiß, dass es etwas sieht, zu einem Wesen, das genau dies weiß und sich als dieses Sehende weiß, ein Vorgang ist, der sich überhaupt nur im Sprechen selber vollzieht. Die Unhintergehbarkeit der Sprache, so möchte man sagen, ist hier mit dem späten Wittgenstein aufgenommen und gleichsam gegen andere Sprachtheorien gewendet. Und das bedeutet in der Tat, dass Sprechen da nichts mit Abbildungen von Sachverhalten im Äußerlichen zu tun hat, sondern dass das Äußern von Sätzen und das Mitteilen von etwas die Möglichkeit dessen ist, eine Differenz zwischen einem Äußeren und einem Inneren überhaupt erst zu erzeugen. In der Form des Sprechens erzeugen wir den Unterschied zwischen dem Äußeren und dem Inneren. Und dies bedeutet in der Tat, dass wir unter dem Sprechen nicht ein Abbilden von etwas verstehen dürfen, das dann noch irgendwie zugänglich gemacht wird, sondern das Sprechen ist die Art und Weise, in der wir Welt und ihr Kontrapost, nämlich das sie Wahrnehmende, erzeugen, wie der König. Ich erfahre dann sonderbarerweise, dass es sozusagen nichts gibt, was diesem meinem Sagen Widerstand leisten könnte. Hingegen, wenn ich anstatt zu sagen, dort sitzen eine Reihe Menschen, sagte, dort sitzen eine Reihe weiße Elefanten, so würde ich im selben Augenblick erfahren, dass es sozusagen etwas gibt, das solchem Sagen Widerstand zu leisten vermag. Der Satz ist dasjenige, was nicht zwischen uns und die Welt tritt, sondern im Sprechen selber wird die Differenz zwischen uns und der Welt erzeugt, und zwar auf eine bestimmte Weise hervorgebracht. Und jetzt kann die Rede vom Entstehen überhaupt erst dargestellt werden. Und dieses Entstehen ist für König ein Vorgang der Transformation eines Wesens, das wohl etwas sieht, aber nicht weiß, dass es sieht, zu einem Wesen, das etwas sieht, weiß, was es sieht und das sich als dieses Sehende weiß. Wie der König? Wenn ich einmal annehme, es sei so, wie ich da sage, hätte man zu sagen, dass ich, indem ich dies mitteile, allererst entstehe, als der, der um sich als den, der etwas Äußerliches sieht, weiß. Durch keine andere Rede als eben die Rede von Entstehen könnte man in Einheit das Doppelte ausdrücken, dass erstens ich vor dem Mitteilen mir nicht bewusst bin, dass ich sie sehe, nach Voraussetzung, sowie in eins damit, zweitens, dass in diesem Fall das Mitteilen die Möglichkeit ist dessen, dass ich für mich werde oder mich in Besitz nehme.
In dieser Form wäre das Mitteilen niemals die Tätigkeit von Einzelnen, sondern die Individuation der Einzelnen als Sprechenden wäre dasjenige, was im Mitteilen selber erzeugt wird. Und die Folge dieser Thematisierung ist in der Tat radikal. Die Unhintergehbarkeit des Sprechens ist hier nämlich auf die Spitze getrieben. Das bedeutet, dass der Mensch nicht etwa ein Wesen ist, das Sprache hat im Sinne eines Merkmals, sondern dass das Sprechen dieses Wesen grundsätzlich verändert und transformiert. Es ist das Sprechen, in dem der Mensch sich fortbewegt, oder mit König zu sagen, glaubt man hingegen, vertreten zu dürfen, im Falle des Mitteilens von solchem, von welchem wir gemeinhin als einem innerlich wahrgenommenen sprechen, sei nun umgekehrt das Mitteilen selber und als solches die Möglichkeit dessen, dass der Mitteilende, was er da mitteilt und also, da in diesem Fall er selber zum Inhalt der Mitteilung gehört, sich selber allererst in Besitz nimmt, so wird man die Bestimmung, dass der Mensch das Lebewesen ist, das Sprache hat, dahin verstehen, dass die spezifische Differenz Sprache haben gleichsam die Fortbewegungsweise nennt, in welcher und Kraft welcher wir durch unser eigenes Verhalten von dem Wesen, das sich selbst nicht besitzt, entfernt haben und zu uns gekommen sind. Das Zoonlogon Echon, das Lebewesen, das Sprache hat, ist in der Tätigkeit des Sprechens selber zu dem geworden, was es der Möglichkeit nach ist. Insofern könnte man paradoxal formulieren, der Mensch ist das Wesen, welches immer schon Mensch ist und, das jetzt als strenges logisches Und, das die Möglichkeit hat, zum Menschen zu werden. Das immer schon Mensch ist und das die Möglichkeit hat, zum Menschen zu werden. Und insofern ist das Modell, das Josef König hier wählt, wiederum nichts Biologisches, sondern im besten Sinne aristotelisch, ich zitiere, versteht man hingegen unter einem Menschen ein Wesen, das nicht nur um anderes, also um das da, dass es etwas sieht und was es da sieht, sondern auch um sich selber weiß, nämlich um sich weiß, als das Wesen, welches etwas sieht und was es da sieht, so ist ein neugeborenes Menschenkind nach dem hier zur Erörterung stehenden Gedanken noch kein Mensch. Wobei es dann zu gleicher Zeit schon ein Mensch und noch kein Mensch ist, sondern sich dazu erst in seinem individuellen Leben entwickelt, kein Widerspruch. Diese Thematisierung der Entwicklung des Menschen zu einem Menschen ist genau das Modell, an dem die Transformation eines Wesens, von dem gilt, dass es möglicherweise etwas sieht, aber nicht weiß, was es sieht und dass es etwas sieht, zu einem Wesen dargestellt werden kann, für das genau dieses gilt. Und in diesem Sinne wäre der Begriff, den die Deszendenztheorie oder Evolutionstheorie von dem Menschen hat, ein Begriff, der wesentlich abhebt auf den Menschen, beschrieben als organismische Konstruktion. Und in dieser Form wäre die Rede von der Evolution des Menschen sozusagen uneigentlich eine Bestimmung des Menschen, insofern er Mensch ist. Der Mensch aber, insofern er Mensch ist, hat nicht Evolution, sondern Geschichte. Und die Art und Weise, in der er sich selbst zum Menschen entwickelt, ist unter anderem in der Form thematisierbar, in der wir Evolution als natürlichen Vorgang rekonstruieren und verstehen. Und damit komme ich zum Schluss. Wenn wir fragen, welche Stellung der Mensch im biologischen Zusammenhang hat, so ist die einzige sinnvolle Antwort die, nun jene Stellung, die jeder Organismus im Rahmen der biologischen Beschreibung hat, nicht mehr und nicht weniger. Der Mensch, insofern er Mensch ist, ist aber nicht nur nicht Gegenstand der Biologie oder der Evolutionsbiologie, sondern er ist die Möglichkeit dessen, Biologie, unter anderem Evolutionsbiologie, betreiben zu können und sich selbst als ein solches Wesen zu thematisieren, das sich sozusagen objektiv beobachtend im Sinne der organismischen Strukturierung gegenübertritt. Und insofern könnte man jetzt die von Sellers gleichsam paradoxal entwickelte Situation auflösen, dass wir entweder die Lebenswelt gezwungen sind, als reinen Spezialfall einer allgemeinen Theorie zu betrachten, sozusagen als noch nicht wissenschaftlich auf der einen Seite, oder aber, wenn die Lebenswelt das Eigentliche ist, die Wissenschaft zu einem reinen Instrumentarium erfolgreichen Operierens reduzieren müssten,
Diesem Dilemma können wir nun entgehen, indem wir sagen, nun, es gilt beides. Der Mensch als Organismus thematisiert sich selbst im Sinne der biologischen Darstellung, und zwar genau deshalb, weil er nicht Mensch als Type, als Token eines Types, als Organismus ist, sondern weil er Mensch als Mensch ist. Und die Form der Selbstthematisierung in wissenschaftlicher Beschreibung ist ein wesentlicher Aspekt dessen, was wir unter dem Menschsein des Menschen verstehen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.